Die Aufgabe war eigentlich, einen Universalstuhl zu entwerfen, der senkrecht gestapelt werden sollte und Reihenverbindung, Sitzplatznummerierung und Reihennummerierung alles löst. Es ist in erster Linie ein Vollkunststoffstuhl ohne Metalleinleger, besteht aus Schale, Unterbau, den Beinen in V-Form, in umgekehrter V-Form und den integrierten Armteilen. Also die Schale war eigentlich das erste Teil, was wir perfektioniert haben. Normalerweise gehen wir nicht so vor, dass wir peu à peu zuerst das eine, dann das andere angehen. Aber die Schale war so wichtig, dass die Ergonomie stimmt und dass sie uns große Möglichkeiten bietet der Gestaltung für das Gestell. Den Komfort erreicht man, indem man wirklich laufend Sitzproben macht und Modelle davon baut und die immer wieder testet, und zwar mit verschiedenen Personen. Es ist eine sogenannte bildhauerische Vorgehensweise, keine additive. Und das macht den Stuhl so interessant, er sieht aus wie eine Skulptur aus einem Guss. Das schönste Erlebnis an dem Projekt war eigentlich die erste Präsentation. Wir hatten das Modell, die Schale fertig gemacht und quasi eine Seite im Gestell und im Armteil realisiert. Und als wir das Wilkan präsentiert haben, waren die genauso begeistert, wenn nicht noch begeisterter wie wir von unserer Arbeit.